Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einer weiteren Vorstellung. Viele von euch wissen ja, habe ich ja auch ein paar Videos gemacht, in World of Tanks, der Chiri 2 war oder ist einer meiner Lieblingspanzer mit. Ich mag den einfach. Ich finde den echt cool. Er ist einzigartig, ist nicht wirklich der stärkste, ja. Braucht mir keiner sagen. Aber er ist trotzdem halt einzigartig. Ich finde ihn cool. In World of Tanks ist er ein 3-Schuss-Autoloader. Nicht die beste Pen, nicht der beste Alpha. Kann einen Ansatzer verbauen als Autoloader. Und hier der ist er auch Autoloader. Mit einem kleinen Unterschied. Wenn wir drauf gehen, priorisierte Munitionsablage 2 Stück. Er ist ja also nur ein 2-Schuss-Autoloader. Wir sehen hier einen Reload von 3,7, Top werden es 3,3. Munilager ist hier hinten mit. Ansonsten hier an der Seite, dann dauert das Auffüllen länger. Also ihr habt hier ein paar Reserven, je nachdem wie viel man mitnimmt. Panzerung muss man glaube ich nicht drüber reden. 75 mm. Sehr gerade, nicht wirklich gewinkelt. Die Seiten hier, ja, die kommen auf 109 frontal. 90 an der Wanne frontal, also die Seitenteile. Ja, kein Panzerungswunder. Dach haben wir noch hier, aber ja, da müssen wir nicht viel zu sagen. Ist auch nicht der schnellste mit 45 km/h. Ist nicht stabilisiert und ist an einem sehr, sehr ungünstigen Platz. Weil, wenn man sich mit dem ein Deck zusammenbauen will, schwierig. Ihr seht schon bei mir, er ist Top-Tier. Und Japan hat auf 5-0 nichts weiter als ihn. Heißt, wenn man ihn mitnehmen will und grinden will und nicht höher als 6-0 kommen will, ist man gezwungen aufzufüllen mit 4-7, 3-7 in Scout, 4-0er Anti-Airs, 3-3er TD und vielleicht, wenn man noch Flugzeuge mit hat. Ansonsten, wenn man hier die schon mitnimmt, dann kommt man natürlich höher. Und das will man ja natürlich nicht. Man möchte ja möglichst eigentlich nur einen Tiger 1 sehen, der bis 6-0 geht. Ist also von der Platzierung sehr ungünstig gelegen. Fast wie beim Tiger 2, nur dass du mit dem Tiger 2 halt ein gutes Deck noch zusammenstellen kannst. Er ist hier alleine. Soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Ich meine, der 3-3er TD hat dieselbe Kanone drauf, der NATO, den ich hier mit habe. Ist halt ein Kettenfahrzeug, umgebaut mit einer fetten Kanone. Ist jetzt nicht das Beste, aber ja. Ansonsten habe ich halt noch M24 Cheffe als Scout mit. Ein Shito spät noch. Aber an sich, ja, muss ich nicht viel mehr zu sagen, glaube ich. Wir haben die Hauptbewaffnung, das 75 mm Geschütz, das kleine Geschütz noch in der Wanne, 37 mm. Haben hier AP, HE und HE. Also die Standard-AP, HE und die etwas bessere, die ein bisschen mehr Sprengstoffmasse mitbringt. Und etwas bessere Pen, aber ansonsten nichts weiter. Und bei den beiden können wir nichts verändern, die sind festgelegt. Ja, das wäre mein Deck. Dann schauen wir mal, was für Runden zusammenkommen. Ja, sind wir in der Runde. Seversk 13, Load hier 100 Punkte zum Einstieg. Und wir gehen auf jeden Fall in die Stadt rein. Heißt also, ja, Tiger H1, Tiger H1. Also 5-7 auf jeden Fall. Ah ja, gut. Und?
Das müssen wir ein bisschen vorsichtig machen. Weil er spottet da schon, oder was? Okay, er ist mutig. Aber er ist vor dem Heavy noch eingezogen. Der Heavy dreht sich zu ihm. Ja. Abschusshilfe. Machen jetzt hier einen riskanten Cross. Na komm. Okay, nach vorne. Nur die Kette getroffen. Mal einen Arti-Schlag setzen. Zurück, 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 zurück. Wenn da jetzt nichts kommt. Gib Kette, gib Kette, gib Kette. Okay, den hat er. Okay, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da war ich jetzt ordentlich blind. Aber so schnell kann es gehen in War Thunder. Muss hier halt echt aufpassen. Der zieht da jetzt durch. Kam das jetzt von hier? Ich glaube, ne? Habe ich doch richtig gehört. So, ich muss jetzt auch mal fix in C. Ich würde gern. Ich habe gerade das MG-Feuer gesehen. Ah, shit. Ja, kurzen Prozess gemacht mit uns, ne? So, wieder Low Tier. Aber egal. Eine angenehme Karte dafür. Gegen Deutschland und Russland. Uha. Was macht er denn jetzt? Was ist dein Scheiß Ernst? Macht doch nicht so einen Scheiß. Am Ende verläuft sich hier noch jemand. Ja, dachte ich mir, da kommt nämlich schon einer.
Problem ist jetzt halt, ne? Da ist sau viel Gebüsch davor. Da ist noch niemand. Ist das Ding tot? Ich glaube, ne? Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Nummer 1. Da drüben stand noch einer, ne? Aber hier vor mir kommt auch einer. Muss jetzt aufpassen. Da links ist auch jemand. Es sind gerade zu viele hier. Ich sehe ihn halt nicht, ne? Und links von mir ist halt noch einer. Ich traue mich halt jetzt hier gerade echt nicht. Mich zu bewegen. Okay, Double Kill. Der weiß noch nicht, dass ich da bin. Der weiß noch nicht, dass ich da bin. Ja, gegen den Panda ist halt. Hätte ich frontal jetzt auch nichts machen können weiter. Ah, schwierig. Jetzt haben wir natürlich schon zweimal den Chiri verbraucht. Den können wir jetzt für die Runde nicht mehr nehmen. Müssen wir gucken, dass wir jetzt mit den anderen noch irgendwie was machen. Obwohl wir ja absolutes Load hier sind. Also die sind noch schlechter für dieses BR eigentlich als der Chiri schon. Waffenträger. Sehr angenehm. Steht wahrscheinlich irgendwo hier oben. Da links kam der Schuss. Jetzt ist der Waffenträger weg. Das war eine dicke Bombe. Ey, so ein Ministein, der mich jetzt hier ausbremst. Ernsthaft? Ich glaube, ich scheiße auf den Punkt und gucke eher, dass ich den Gegner ein bisschen aufhalte. Und meiner Anti-Erde ein bisschen Zeit erkaufe. Insofern das möglich ist in meiner Macht. Hier ist da vorne gerade eine Dings lang gefahren. Eine Sue oder nicht? Oder bin ich jetzt blöder? Da kommt auf jeden Fall jemand. Gucken, vielleicht können wir den.
Jawohl. War mir jetzt nicht sicher, ob ich in dem Winkel durchkomme. Ist er AFK? Also die gerade Front? Kein Problem. Muss halt echt hinter mir aufpassen, ne? Shito ist die Macht. Da habe ich ein bisschen zu tief geaimt. Das ist aber ein schlechter Choke hier, oder? Ja, natürlich! Keine weiteren Fragen. Keine weiteren Fragen. Warum habe ich denn hier so viel Muni dafür mit? So eine voll motivierte Besatzung, jetzt geht's los, Alter. Ich würde mich gern da oben hinstellen, wo ich vorhin stand. Ja, da muss ich mir nicht viel bewegen mit dem Teil, weil der hat ja auch nur einen begrenzten Richtbereich. Jetzt im Nachhinein fällt mir auch ein gegen den VK30 oder allgemein gegen so Panda. Habe ich mich eigentlich echt nass angestellt, weil ich weiß, der hat eine Turmdrehung. Die braucht es auch nicht zu erwähnen. Ich hätte einfach um ihn rumfahren sollen. So, wir verlieren schon wieder A. Ich bin halt auch nicht der Schnellste mit dem Teil, aber gut Ding braucht Weile. Und guck mal, die IS ist raus. Also A wird nicht mehr eingenommen. So, jetzt muss ich nur noch hier hochkrabbeln. Da muss ich irgendwie noch den Dings finden. Den Sturm Emir, weil der wird safe irgendwo campen wieder. Nee, der brennt, der brennt. Das Flakfeuer. Kann ja auch noch eins weiter vor. Steht er da? Nee.
Oh, zu hoch geaimt. Ist ja halt überhaupt nicht, ne? Ist das der sture Emil, den die da versuchen zu töten gerade oder was? Tatsächlich. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Hab halt auch kein MG jetzt an dem Ding, ne? Um hier irgendwie Bäume oder so wegzuschießen. ISO 152, warte mal. Das war aber nicht die ISO. Aber wir drehen das noch. Das ist eine sehr gute Runde gerade für mich, ey. Oh, 7 Kills. Und das als Load hier. Da war die ISO 152, okay. Ja, mit dem Schritt zwar ein wenig geschwächelt, aber mit den anderen konnten wir noch irgendwas machen mit. War eine gute Runde. Ja, bekanntes Spiel. Ist halt auch echt unglücklich, ne? Aber was willst du machen gegen den Matchmaker? Kannst du dich nicht wehren. Jetzt muss ich nur kurz überlegen. Fahr die erstmal dazu hier. Ja, ich würde jetzt auch gerne mal zufahren, ja? Danke. Hätte eigentlich gehofft, dass da welche kommen, aber scheint nicht so. Ach Mensch, überall liegen. Rückzug. 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 Wir wurden gesehen. I'm out. Alter. Huh. Knifflige Story. Ich glaube, ich probiere es mal über die Außenseite.
Schwein gehabt. Na komm. Oh, Déjà-vu. Aber nicht diesmal mit mir. Sind hoch genug, um hier drüber zu schauen. Das ist natürlich auch angenehm. Alter. Guten Tag, Konnichiwa und zurück. Ich komme mir vor, wenn ich hier Jagdtiger fahre oder so. Also. Oh, da kommt noch einer. Nein. Oh, steht da noch? Ah, da. Nein. Ihr Geier. Ihr elenden Ego-Schweine. Wer ist denn jetzt bei uns im Punkt drinne? Bis ich gedreht bin, ne? Da ist hier aber Weihnachten. Eieieiei, also er ist halt auch ein schwerfälliger Eimer, ne? Das ist der Wahnsinn. Na, schauen wir mal, wer so mutig ist. Obwohl, wenn er clever ist, ist er wieder rausgefahren gleich, weil das dauert ewig, den Punkt in dem Modus einzunehmen. Dauert bei mir aber auch ewig, bis ich mal hier oben bin, ne?
Da hinten, naja. Guten Tag. Elender Feigling. Aber das geht natürlich ein bisschen schneller. Okay. Also der Steilflug, der war ja schon sehr imposant. Das hätte ich sein können, glaube ich. Die Sekundärkanone haben wir noch gar nicht benutzt. Die müssen wir auch mal warm schießen. Wenn wir jetzt gegen den Panther D ran müssen. Okay, beide sind noch hier. Das sind natürlich wirklich harte Brocken, wenn wir jetzt nur noch Leute haben, die wenig Pen besitzen. Ich sehe nicht. Okay, weiter nach rechts aim. Richtschütze, Ladeschütze. Oh. Fuck, was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich habe den Arti-Schlag falsch gesetzt. Ist jetzt natürlich auch eng genebelt, ne? Das ist sehr unpraktisch. Der überlebt halt auch alles gefühlt, ne? Panda D ist tot. Okay, jetzt haben sie eine. Kann das Flugzeug bitte mal ruhig sein? Das ist ja absolut nervig. Hallo, du bist tot. Kannst du bitte den Motor abstellen? Ja. Ja. Da haben wir doch ein paar recht interessante Runden zusammengekriegt. Isard ist halt auch nicht der krasseste Panzer. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gern ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Wenn ihr Wünsche habt, auch gern in die Kommentare. Insofern ich die Nationen halt auch schon so weit habe. Also ich habe Deutschland und Japan fertig. Russland drei Viertel fertig und Italien drei Viertel fertig. Mit den anderen Nationen kann ich noch nicht dienen. In diesem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Video.